Qualität made in Germany auf jeden Fall oder hergestellt in Deutschland, das finde ich klingt noch besser. Und Busch und Müller aus meiner Tagen. Da sind wir auch mal gewesen. Wir haben mal das Werk besichtigt und Dieter war mit dabei mit der Kamera. Hast du das Video gesehen? Nee. Oh Mann. Naja, aber macht ja nicht. Ich hätte gesagt, Dieter, du darfst das Video eröffnen. Ja, aus meiner Tagen am Rhein. Busch und Müller, das E-Kraftwerk. Und auf der linken Seite Nils Hogendorn und Mathis, der Mann mit Nachnamen, den ich mir nicht merken kann. Es tut mir unheimlich leid. Hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn und Mathis. Ja. Ach so. Ja. Ja. Genau, ja. Schön, dass ihr alle wieder zuschaut. Wir wollen heute ein USB-Werk an mein Fahrrad bauen, denn ich möchte eine Fahrradtour machen. 10 Monate, 12.000 Kilometer quer durch Europa. Und da ist es vielleicht überall nicht ganz so einfach mit Strom und dass ich mein Handy überall aufladen kann. Deswegen von Busch und Müller, made in Germany, bauen wir heute ein USB-Werk ein. Ja. Genau. Eigentlich, Mathis sagt immer wir. Er macht das selber. Du kannst dabei zugucken, wenn du dir dann auch irgendwann mal sagst, so alles klar, ich habe mir ein E-Werk bestellt oder gekauft. Das will ich jetzt auch selbst montieren, weil ich will ja auch wissen, was habe ich überhaupt an meinem Fahrrad. Also es kann ja auch sein, wenn da draußen jemand ist und sagt so, jo, so ein E-Werk brauche ich auch, weil ich mache das gleiche wie Mathis. Ich fahre nur nicht 10.000, ich fahre 5.000 Kilometer oder wer weiß wohin. Macht das ja auf jeden Fall Sinn, sowas zu haben. Wenn du dir das dann selbst einbaust, dann weißt du auch, womit du unterwegs bist. Das finde ich deswegen auch bei dir ganz wichtig, dass du es selbst einbaust und sagst so, alles klar, ich weiß genau, was an meinem Fahrrad ist, ich weiß, wo die Leitungen entlanglaufen, ich habe das alles selbst gemacht, ich weiß, was da drin versteckt ist oder verbaut ist. Wenn das mal nicht so ist wie vorgestellt, dann kann ich sogar selbst den Fehler suchen. Ja, Mathis, ich hätte gesagt, wir packen das einfach mal aus, gucken uns erstmal an, was ist überhaupt alles dabei. Weil eigentlich soll es, zur Montage sollte alles dabei sein, was wir brauchen. Soll ich das mal rausnehmen? Jo. Ja, nehmen wir raus hier, ganz alles rauspacken, hier Karton weg hier. Nee, ganz, ganz langsam. Also, das ist das Wichtigste, denke ich mal. Ja, auch Zeige. Ich leg das mal hier hin. So. Und dann haben wir noch eine Anleitung. Ganz wichtig. Hast du schon mal eine Anleitung gelesen, Mathis? Bestimmt. Echt? So, als ich früher Lego-Sachen aufgebaut habe. Ja gut, bei Lego-Sachen, da kann man das machen. Aber ja, meistens mache ich es auch bei IKEA sogar. Auch in Ordnung. Aber sonst. So, ein paar Kabelbinder, ein bisschen Klettverschluss und ein paar Gummiringe und ein bisschen Kabel. Und ein Adapterkabel, USB, auf jeden Fall Standard, Stecker für den Nabendynamo. Und was hier auf jeden Fall gut zu wissen ist und wichtig zu wissen ist, es gibt ja auch die Sound Nabendynamo Liebhaber. Wir haben jetzt hier einen Shimano Nabendynamo, aber hier ist sowohl sind die Stecker für den Sound Nabendynamo dabei, als auch für den Shimano Nabendynamo. Eigentlich ist das ganz einfach, Mathis. Soll ich dir das mal in die Hand drücken? Ja. Du hast ja immer, du hast zwei Leitungen, Plus und Minus. Ja. Wir haben hier einen Stecker, der ist vorbereitet oder der ist optimiert für den Shimano Nabendynamo. Der einzige Unterschied ist, dass die Kabeldurchführungen hier etwas größer sind. Und das ist, wie man es nicht anders erwarten sollte. Beim Fahrrad ist ja alles immer einfach und primitiv. Wir brauchen kein Lötkolben, wir brauchen wirklich nichts. Und die Anleitung ist auch, das ist gut beschrieben. Also eigentlich ist es wirklich nur Kabel am Nabendynamo einstecken und im Nachhinein das USB-Werk am Rad montieren und dann ist alles schon fertig. Klingt ganz einfach. Wie das im Detail aussieht, zeigen wir jetzt einfach mal. So, und ich würde als erstes, das ist der Stecker vom Nabendynamo, den kannst du erstmal entfernen. Ja. Den entfernst du auch immer, bevor du das Vorderrad ausbaust, nimmst du den bitte immer ab, ne? Und dann kannst du den ganz leicht öffnen mit einem kleinen Schraubendreher. Diesen? Genau, da einmal draufdrücken, dann springt der schon fast auf von selbst. Wieso will er nicht? Ah, jetzt. Genau. Und dann kannst du quasi das Ding einfach, du siehst ja, wie die Kabel da drin sind. Die sind ja auch nur da durchgesteckt und umgeknickt. Ja. Ziehst du einfach ab, den Stecker. Genau. Das war's schon. Den Stecker kannst du dir auf die Seite legen. Den brauchst du jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben ja hier einen neuen. Dann gucken wir uns einmal die Enden hier an, die in dem Fall schon abisoliert sind. Aber ich würde jetzt noch ein Stück
mehr abisolieren, ehrlich gesagt. Hast du schon mal ein Kabel abisoliert? Nee. Es gibt auch eine Abisolierzange. Ich mache das jetzt ganz typisch mit einem Seitenschneider. Es geht auch so. Und jetzt haben wir ja dieses Kabel, was hier mitgeliefert wurde. Und wir haben einmal ein weißes Kabel, einmal ein schwarzes Kabel. Und wir haben am Fahrrad selbst haben wir ein schwarz-weißes Kabel und ein schwarzes Kabel. Und das Weiße, das steht auch wirklich exakt so in der Anleitung. Wir verdrillen das jetzt einfach. Jetzt mache ich hier schon deine ganze Arbeit. Aber du siehst ja, was ich mache, ne? Ja. Das Weiße hast du jetzt an das Schwarz-Weiße gemacht, oder? Genau. Würde ich jetzt, ja, genau, habe ich so gemacht. Jetzt gibt es hier auch wieder so einen kleinen, so eine kleine Markierung, dieser Krähenfuß. Da kann man es halt relativ gut sehen. Hier ist ein Krähenfuß drauf, hier ist nichts drauf. Und da, wo der Krähenfuß ist, da kommt das weiß-schwarze Kabel rein, in dieses Loch hier. Auf dieser Seite, ganz logisch, das schwarze. Willst du das machen? Ja. Jawohl. Von so rum muss er, ne? Ja, genau. Am besten kannst du gleichzeitig. Ja, und jetzt einfach wieder umknicken. Genau, wirklich bis zum Anschlag. So, jetzt ist das da umgeknickt. Ja, ich kontrolliere einmal. Das sieht auch alles gut aus. Und jetzt kommt diese Fixierkappe quasi da drüber. Da haben wir auch nochmal diesen Krähenfuß drauf, ja, damit wir uns nochmal vergewissern können, jo, sitzt das wirklich alles hundertprozentig und ja, sitzt. Da drauf setzen. Gut. Aber ich habe die ganzen Kabel, die hier so lang laufen, versuche ich jetzt alle hier irgendwie im Rahmen oder im Fahrrad mit zu verstecken, wo Durchführungen für Kabel gedacht sind. Ah, wir sind schon wieder viel zu weit. Das ist ja das Herzstück vom USB-Werk. Ich gebe dir das mal. Du brauchst jetzt eigentlich nur noch dieses, das Kabel, was vom Nabendynamo kommt, mit dem anderen verbinden. Da müssen wir uns nur überlegen, wie wir das Ganze am Vorbau verstecken. Das ist jetzt fest. Und jetzt wollen wir das hier oben mal festmachen. Wir bauen das unterm Vorbau, könnten das mit einem Gummiband erstmal, also da sind ja drei Gummibänder dabei. Ich helfe dir mal kurz, das muss dann einfach nur auf der anderen Seite eingehakt werden. Und schon haben wir ein USB-Werk montiert. Also eine Schutzkappe, falls du das Ding mal nicht anschließt oder wer weiß was, kannst du so eine Gummikappe draufstecken. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Wir haben jetzt hier so ein fettes Ladekabel aus Dieter seinem Equipment. Und dann probieren wir das gleich mal aus. Jetzt. Oh, Dieter sein Stecker. Sag doch, zeigt schon mal an, dass geladen wird. Echt? Er lädt schon, ohne dass gedreht wird. Dann würde ich sagen, es funktioniert. Ich kann auch Licht anmachen. Also das Ganze ist parallel angeschlossen und man sieht schon, alleine aus dem Pufferakku zieht er jetzt wahrscheinlich schon Strom. Das wird mir jetzt auf jeden Fall ein sicheres Gefühl geben, wenn ich damit unterwegs wäre. Wenn ich sehe, alles klar, mein Akku wird, zeigt grün an. Das heißt, da ist eine Stromquelle, ich kriege Strom. Ja. So kannst du ganz beruhigt mit dem Fahrrad fahren und dein also Handy. Also jederzeit immer hast du Saft für deine ganzen Selfies für Instagram, wo du essen gehst. Ja, genau. Und Toilette und so. Mach mal dein Licht, machen wir einfach mal aus. Kriegen wir die maximale. Ist jetzt an? Ach, siehst du, wer kommt da denn? Da kommt Besuch. Ja, gut. Du kannst losdüsen. Moin, gut. Doch. Und? Er hält nur. Er hält. Ja. Also es ist immer noch bei 91. Ist immer noch bei 91. Ja gut, aber halten ist ja auch gut, oder? Ja. Hast du mal irgendwas gemacht oder probiert? Oder? Jetzt gerade eben? Ja. Nee, ich habe nur oft drauf geguckt. Ich denke, dass es schon eine Runde, ein, zwei Runden gegangen wäre sonst. Okay. Ja, das ist doch ein gutes Zeichen. Ja, und dann halt morgens anschließend losfahren, dann bleibt es halt beim guten Akku. Ja, du bist gefahren, wie war's? Also, was haben wir festgestellt? Wir haben ja gerade draußen schon einmal kurz darüber gesprochen. Ja, aufgefallen ist, dass der Akku auf jeden Fall gut erhalten bleibt. Also, das ist schon mal gut. Erst angeschlossen und direkt angezeigt bekommen, dass das Handy lädt. Und über die Zeit, wo ich gefahren bin, ist nichts verloren gegangen im Akku. Ich habe jetzt natürlich auch keine Riesentour gemacht. Wenn man jetzt vielleicht länger fährt, vielleicht steigt der Akku sogar.
Genau, das müsste man ausprobieren, aber das wäre vielleicht ja auch ein Thema, wenn du von deiner Tour zurück bist. Das dauert ja ein bisschen, weil dann wäre ja mal echt interessant, wie es dann gewesen ist, was du dann sagst, ne? Was du wirklich so, dann müssen wir eigentlich nochmal ein Video machen. Ne? Ja. Weil die Tour, also falls du das bis jetzt hin, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geblickt hast, Mathis fährt 12.000 Kilometer in 10 Monaten, macht eine große Fahrradtour. Du kannst ihn dabei verfolgen auf Instagram unter RideToLearn2324. Da findest du sein Profil und da ist auch eine Spendenaktion. Läuft da mit, ne? Ja. Genau. Magst du da noch mal was dazu sagen? Also neben der Fahrradtour habe ich noch eine Spendenaktion am Laufen, nämlich um Schulen zu unterstützen, zu finanzieren in Ghana, Laos und Guatemala. Das läuft über die Organisation Pencils of Promise und da habe ich in meinem Account auf Instagram oben einen Link angehängt. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken und euch das da nochmal durchlesen. Und ansonsten kann ich sagen, wenn du jetzt sagst, so ein E-Werk hätte ich auch ganz gerne, dann schau mal in unserem Shop vorbei unter shop.hogendorn.de. Dort findest du sowas und dann kannst du es auf jeden Fall auch selbst montieren. Und ansonsten, lass einen Daumen hoch da für das Video. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne. Wir haben immer Tipps, Tricks und spannende Leute hier, auch mal zu Gast im Interview, die eine Fahrradtour machen, die ganz viele Kilometer Fahrrad fahren. Aber auch natürlich das Thema E-Bike ist auf diesem Kanal auch sehr präsent. Und Neuheiten, Produktvorstellungen, Tipps, Tricks und so weiter. Und wenn du sagst, das würde ich auch gerne mal sehen oder du hast was Spannendes zu berichten, dann nimm gerne Kontakt mit uns auf, entweder über die Kommentare oder wenn du sagst, nee, ich möchte noch näher ran, dann schreibst du einfach an die info@zweirad-hogendorn.de. Da ist dann die Steffi und die regelt alles Weitere. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.